Oder bei dir kamen richtig gerade Feuerlunden raus aus dem Ofen. Ja, bei dir auch mal. Ich habe mich immer gewundert, warum wird hier so zischt, wenn ich schieße. Und wieder herzlich willkommen bei World of Warships, bei uns Play Now. Wieder mit dabei ist der Sven und ich der Hannes. Und jetzt probieren wir es nochmal mit der Jackal. Es muss ja irgendwann mal funktionieren, dass wir dieses Level, ich sag jetzt mal Level dazu, dass wir das schaffen. Ja, es muss ja endlich mal. Ne? Das ist jetzt der 6. Versuch. Wir haben mit allen Klassen 2-mal begonnen. Also mit der jetzt hier das 2. Mal. Und ich frage mich immer noch, was man taktisch machen kann, müsste, sollte. Boah, ja. Der erste Schuss. Erste. Voll drauf. Erster Schuss. Ich brenne! Ich brenne! Ich frage mich halt, müssen alle von uns möglichst nah beim Schiff bleiben oder. Oder sollte man sich verteilen, um die Feinde schon rauszunehmen, bevor sie überhaupt in unsere Nähe hier kommen? Ich keine Ahnung. Ja, das ist echt schwierig. Ich weiß echt nicht, wie man das am dümmsten machen sollte. Oder dass sie vorne halt erstmal warten, dass alle halt gebündelt sozusagen stehen. Beispielsweise die eine Blade von uns, die hat jetzt am Anfang schon die Hälfte ihrer Schadenspunkte eingebüßt. Ja. Das ist nicht optimal. Die muss noch elend lange durchhalten. Den Schuss hat keiner gesehen. So voll daneben gesammelt, ne? Ja, aber ganz komisch. Mir aber auch keiner gerade die optimale Angriffsbreite. Doch, da. Der da. Der ist eh raus. Ist natürlich jetzt ein bisschen weniger Action halt als mit der Eagle und der Blade davor. Ja. Ja gut, das ist ja typisch Schlachtschiff. Typisch Schlachtschiff. Ja. Das stimmt wohl. Aber bei unseren normalen World of Warships Runden waren wir damit immer erfolgreich. Meistens. Ja. So, jetzt geht's als nächstes wieder vorne auf den Turm rauf. Auf das. Bam. Das ist raus. Also beim Turm ist die Schwachstelle auf alle Fälle Grund und Boden. Ist immer unten drauf. Ich habe vorhin sogar mal geschossen und da sind die Projektile oben einfach durchgeflogen, ohne Schaden anzurichten. Echt? Und das ja. Habe ich noch nicht erlebt. Lustigerweise habe ich sogar ein Schiff getroffen, was dahinter gefahren ist. Das war Cheater. In jeder Hinsicht kurios. Das nennt sich Wallbanging. Guck mal, hinter uns sind wieder zwei Schiffe. Wollen wir versuchen, die rauszunehmen, damit die uns nicht verfolgen kann? Na, ich habe jetzt eins gerade halt so rechts. Oh, sogar zieht er den Treffer, das war gut. Rechts von uns. Rammt, von der Igor. Alles klar. Erstes Schiff von uns ist schon mal raus. Was nicht gut ist. Schon in der zweiten Welle. Schönen Treffer. Ach, die Igor, Alter, weißt du. Das ist zum Beispiel auch schon schwachsinnig. Ich sag mal, sie sieht doch, dass sie eigentlich genau in meinem Schussfeld gerade fährt. Das muss ich halt deswegen anhalten. Jetzt rammt sie auch noch. Hannes, ganz ruhig. Ich sag ganz dazu nichts. Ich richte dich nicht auf. Dein Herz. Ich probier's gerade schon. Guck doch mal, aber die hält sich doch jetzt auch auf.
Und sie rammt die gesamte Zeit die Transsilvanien. Weil in Transsilvania. Ja, wir sind in Deutschland. Kannst du mich Transsilvanien sagen? Wenn die Zuschauer schon verstehen. So, jetzt haben wir Rechtsfeinde. Und hinter uns immer noch die zwei Verfolger. Ja, okay. Rechts kann ich nicht schießen, da bist du. Ja, da sind auch zwei andere, da brauchst du dich nicht drauf konzentrieren, glaube ich. Gut, dann die hier vor uns. Links beidrehen. Und ich brenne zum ersten Mal. Entschuldigung. Pass auf, vor uns die Transsilvanien, die dreht wieder bei. Ich dachte, ja, ich drehe auch schon gerade bei. Oh, 39. Kann bitte ein Sekundärgeschütz das machen? Danke. Ansage hier, ja? Ja. Dafür hätte ich jetzt nicht geschossen. Die von dir verlangt mal. Ja. Boah, ich sehe das Katapult nicht. Hier ist genau hinter dem Fels. Ich beballer das gerade vor uns. Oh, hier links sind ja schon wieder. Das Katapult vor uns ist fast da. Aber das ist auch noch ein anderes. Ach, die Transsilvanien schießt auch. Nee. Ja, nein. Sicher? Nee, nee, die wurde getroffen. Alter, bei dir kam richtig gerade Feuerlunden raus. Aus dem Ofen. Ja, bei dir auch immer. Ich habe mich immer gewundert, was hier so zischt, wenn ich schieße. Was ich dann bei dir gemerkt habe, dass jedes Mal, wenn du schießt, kommt da ein Feuer raus. Und das ist, was zischt. Boah, Alter, ich habe gerade so eine hohe Streuung. Das ist ja der Wahnsinn. Wieder einer von uns raus. Ja, das ist Schlachtschiff, ja. Ja. Ja, ja, ganz schön. Ich hab gerade. Das konnte ich mich löschen. Boah, Alter, was kommt denn da rechts? Warte, rechts. Ich brenne. Oh, hoch, aber war nicht so schlimm. Also, hab ich noch Lebenspunkte mit. Ja, ich auch. Also. Verdammt, ich habe einen mega Fehler gerade gemacht. Oh, oh. War nicht gut. Sorry, Team. Mein Fehler. Immer nur meckern, meckern, meckern und dann. Ey, ne, ich entschuldige mich wenigstens dafür. Ja. Hatte die Streuung. Alles klar. Er kriegt durch die Katapulte gerade so auf die Fresse. Oh, Katapult rausgenommen. Oh, gerade zum Nachladen so mega lange. So ein Zitadellentreffer wäre mal wieder was Schönes. Ja, ne? Ich hab bisher bloß einen gemacht. Ich noch nie.
Es gibt vor uns noch die Rasputin. Seitdem wir diesen Spielmodus hier haben, habe ich noch keinen einzigen Zitadellentreffer gelandet. Weißt du, wo die Schwachstelle ist? Nee. Haben wir schon wieder. Ich kann mich nicht löschen, ich kann mich nicht reparieren. Ist eh vorbei. Ja. Die Rasputin wird uns spätestens richtig fett. Ja. Transsilvanien ist erledigt. Tut uns leid, Leute. Mann, wie macht man das? Immer nur bis zur letzten Welle und dann nur noch so die letzten Schiffe. Ja. Da sind wir raus. Ah ja, gut. Gut. Vielleicht kannst du ja mal einer in die Kommentare schreiben, was wir machen müssen, ob man es anders machen muss, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie lange dieses Special noch geht. Könnte sein, dass wir das gar nicht mehr schaffen zu testen. Ja. Ansonsten, egal, schreib's rein, vielleicht schaffen wir es. Genau, ansonsten, wenn ihr sagt, komm, lass mich mal mitspielen, ich weiß, wie es geht, vielleicht schafft man das auch zu dritt, vielleicht ist das besser. Lasst uns gerne wissen, meldet euch bei uns über die Kommentare, dann melden wir uns bei euch zurück und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht auch zu dritt einfach schaffen, wenn die Aktion noch ist. Ansonsten lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.